Welche Folge? Also 3, 2, 1. 3, 2. Hey Leute, herzlich willkommen zu unserem Q&A. Farblich abgestimmt. Ich weiß gar nicht, welche Folge das mittlerweile ist. Aber in dieser Folge ist das Besondere, dass die Maren vor der Kamera dabei ist, statt hinter der Kamera. Wir haben uns eure Fragen von letzter Woche angeschaut. Natürlich schon vorher. Sind es viele? Geht. Eigentlich nicht, weil viele sind gleich, gell? Ja. Und wir machen einfach jetzt hier durch, versuchen oder werden alles so detailliert und ehrlich beantworten wie möglich oder wie gewollt. Und los geht's. Wir haben Fenster offen, ganz ehrlich, weil hier ist so heiß. Wenn man ab und zu mal ein Auto vorbeifahren hört, dann fangt nicht an zu heulen. Ist halt so, aber es ist einfach zu heiß hier drin, wenn ich das Fenster zumache. Also auf geht's. Wieso sind im Internet alle so Experten und kennen deinen Körper besser als du? Weiß ich nicht. Es ist so ein bisschen so wie beim Fußball. Wenn man das Ganze halt im Nachhinein aus der Vogelperspektive betrachtet, dann weiß immer jeder alles besser. Die meisten Leute, die da ihre Expertenmeinung abgeben, die haben sowas noch nie gemacht, gehe ich mal davon aus. Genauso wie bei Corona, weißt schon, da war eine Zeit lang jeder Gesundheitsminister und Virenexperte. Danach war plötzlich, wo dann die Ukraine angefangen hat, war jeder plötzlich Verteidigungsminister. Jeder hätte es besser gemacht. Aber eigentlich, was sagst du dazu? Ja, dieses Mitfiebern, also ich würde es gar nicht mal so unbedingt als negativ empfinden. Ich ärgere mich ja auch, wenn du nicht in Bestform auf der Bühne stehst. Aber bei mir ist es was anderes. Ich bin definitiv im Recht, dir Tipps zu geben, aber bei fremden Leuten ist es immer so, sehe ich das ein bisschen kritisch. Also warum solltest du von fremden Leuten irgendwelche Tipps annehmen? Es geht ja nicht um Tipps. Okay? Es geht ja mehr so um dieses... Ah, du bist so blöd, hättest halt so gemacht oder warum machst du nicht so und weiß ich meine. Also es ist ja mehr so ein, dieses, das sind ja keine Tipps oft, es ist einfach nur so, warum bist du so dumm und machst nicht das, was, so weißt du, wie ich meine. Würdest du mal so machen, dann wäre es viel besser. Du hast selber noch nie, keine Ahnung, aber labern einfach. Ja, da frage ich mich aber auch, was haben diese Leute davon? Also, eigentlich müssten sie es ja gut mit dir meinen und dir nur das Beste wollen, dass du da wirklich gut auf der Bühne stehst. Aber da habe ich halt den Eindruck, dass die eigentlich wollen die gar nicht, dass du gut bist, sondern wollen einfach nur ihre Beleidigung loswerden. Ja, ja, weil, guck mal, wenn ich mir jetzt denke, bei irgendjemandem, so und so, also das war nicht gut oder sowas, dann würde ich dem nie schreiben, Mom, bist du blöd, hättest halt so gemacht. Mhm. Dann denke ich mir, ja, okay, ich weiß ja gar nicht, was der gemacht hat, erstens. Und wenn es gut war, dann sage ich vielleicht zu jemandem, hey, cool, gute Leistung oder irgend sowas, aber ich würde nie jemanden, egal wem, Mann, mach halt so, wieso machst du nicht so und so? Also das ist egal, keine Ahnung, also die Frage ist, warum, ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Nächste Frage. Wo zieht ihr die Grenze bei einer Erkältung, ob ihr trainiert oder nicht? Die Frage kommt jedes Mal. Ja, Erkältung ist so, es sind auch nie andere Krankheiten, es ist immer Erkältung. Also, wenn ich Fieber habe, gehe ich nicht ins Training. Bei allen anderen Erkältungssymptomen gehe ich ins Training. Ist bei mir genauso. Erhöhte Körpertemperatur, da erhöhe ich meine Körpertemperatur nicht noch extra, weil da wird es gefährlich. Aber ansonsten immer. Ausnahmslos. Also bei dir ist es gut. Aber komischerweise sind wir beide auch nie erkältet. Also ja, seitdem wir zusammen sind, habe ich dich noch nicht einmal mit einer Erkältung gesehen und du mich auch nicht. Ja, ich verstehe nicht genau, das ist auch lustig. Warum sind eigentlich alle Leute, also jeden, den ich kenne, der ist ständig krank.
Ja. Die müssen immer, oh, ich musste eine Woche pausieren. Und dann machen und dann sieht man mal so eine Story, wie sie so ihre Medikamente und so alles auf dem Tisch so liegen. Ein Paracetamol und was weiß ich. Und ich habe das wieder und jetzt bin ich schon wieder krank. Jetzt bin ich wieder krank, oh, ich muss wieder eine Woche. Dann müssen sie immer, das ist immer das Lustige, sie müssen erstmal eine Woche pausieren. Dann brauchen die eine Woche, wo sie erstmal wieder reinkommen, easy. Mhm. Und dann so, und 3 Wochen später sind sie dann wieder krank, da haben sie dann was anderes. Und heute kann ich kein Cardio machen, weil draußen regnet's. Und lauter so Scheiß. Morning Walking geht nicht. Weil es draußen regnet. Und dann denke ich mir, Alter, du suchst ja jede Ausrede, die es gibt. So, oh, ich habe meine Nase juckt ein bisschen, ach, kann ich nicht ins Training. Bisschen Halsschmerz. Kopfweh kann ich nicht ins Training. Ja. Zu lange Autofahrt kann ich 3 Tage nicht ins Training danach. Komm, nächstes Ding. Wie geht's jetzt weiter? Wieder Offseason oder Wettkampf? Also wir haben ja schon, wer mein Instagram verfolgt, kann ja sehen, dass ich in 2 Wochen in Italien mitmache. Und dann nehme ich jeden Wettkampf, der in Europa kommt, so Schritt für Schritt. Also eins nach dem anderen. Ich hangel mich so durch. Das sind immer so, was haben wir gestern geschaut, so immer so 3 Wochen dazwischen, 3, 4. Mhm. Einmal ist nur eine Woche dazwischen. Die werde ich auf jeden Fall machen, weil das ist, finde ich, blöd. Ja. Wenn ich so weit komme und also wie gesagt, ich hangel mich so durch von Wettkampf zu Wettkampf und entscheide immer, ob ich noch Bock habe. Je nachdem, wie das vorherige Ergebnis war, wie ich körperlich dastehe und mental und dann gucke ich halt mal, was passiert. Ja. Wie geht's dir momentan körperlich und psychisch? Krankes Paket, by the way. Ja, körperlich ganz gut. Psychisch geht so hin und her. Also du warst definitiv schon in schlechterer Verfassung. Psychisch, ja. Also momentan, also meine Einschätzung ist, dir geht's ganz gut. Dafür, dass jetzt die letzten beiden Wettkämpfe so scheiße waren, dachte ich, du kommst wesentlich schlechter gelaunt wieder. Ja, es ist halt so, wenn man nichts zu verlieren hat, dann ist es nicht so schlimm. Ich meine, psychisch ging es mir richtig schlecht, so wo ich das mit der Hüfte hatte. Mhm. Das war psychisch für mich schlimm. Es belastet mich jetzt nicht so sehr psychisch, wenn irgendein Spacko im Internet sagt, dass ich scheiße bin. Also es ist jetzt nicht so das Problem. Es geht mir vielleicht mal kurz auf den Sack so, ja, weil ich mir denke, wer ist denn das bitte? Aber das ist jetzt nicht so, dass es mich so zu Boden reißt und zerbricht. Da habe ich auch überhaupt nicht den Eindruck. Und wenn ich halt mal nicht unter den Top 10 bin, dann kann ich auch nichts dran ändern. Also dann ist halt so. Also es ist nichts, wovon... Es ist nicht todbringend. So, ja. Und es hält mich auch nicht davon ab, ins Training zu gehen, was ja eigentlich meine Liebe am Bodybuilding ist. Okay. Wie würdest du, beziehungsweise würdet ihr Berberin einnehmen und würdest du vorher einen Wert checken lassen? Also die die Zuckerwerte sind halt, ich würde immer gucken, also pass auf. Wenn man sowas benutzt, Metformin oder Berberin und so, ist es natürlich interessant, vorher zu wissen, wie ist mein nüchtern Blutzucker, und zwar nicht nur einmal, das würde ich gleich mal so eine Woche in Folge testen, dass du so einen Durchschnittswert hast von einer Woche, wie dein nüchtern Blutzucker ist und dein Hämoglobin A1C, das ist der Durchschnittsblutzuckerwert der letzten 3 Monate. Die sind interessant. Und wenn du dann Berberin supplementierst oder Metformin, ich glaube, die Wirkung ist ziemlich ähnlich, dann kannst du sehen, wenn diese Werte sich verbessern, dann ist es gut. Dann bist du auf dem richtigen Weg mit der Supplementierung. Ist natürlich nicht nötig, wenn diese beiden Werte, also Morgenblutzucker und Hämoglobin A1C, im Richtwert sind, dann musst du da nicht extra Geld dafür ausgeben, obwohl das Metformin ist ja fast gratis. Und Berberin kostet auch nicht die Welt. Also
500 bis 1000 Milligramm ein bis dreimal am Tag. Golferarm geht nicht weg, was tun? So eine Frage ist auch immer dabei. Ja, jedes Mal. Erstens, mach nichts mehr, was weh tut. Okay, was weh tut, mach's nicht. Dann wird's nicht, es wird nicht weggehen, wenn, das habe ich jetzt gesagt, jedes Mal, oder? Da ist die nächste Frage auch, habe alle 6 bis 8 Wochen eine Sehnenscheidenentzündung, was tun? Also ja, das können kann wir man jetzt zusammenfassen. Nicht. Also, ja, bei dem geht es ja immer wieder weg. Anscheinend okay. Macht er ja, das müssen zwei Ansätze. Mhm. Also, der Golfarm wird nicht weggehen, wenn du einfach immer weitermachst, wenn du dir einfach immer weiterhin wehtust. Wird nicht weggehen. Hatte ich auch schon. Du musst halt die Sachen vermeiden, die dir wehtun. Dann ist, was es mir gebracht hat, sind so Querfriktionsmassagen und Stretching. Die bringen es aber nur, wie gesagt, wenn du aufhörst, dir selbst weh zu tun ständig. Und was sehr wichtig ist, Unterarmtraining, damit diese Muskeln hier stark sind. Weil wenn die zu schwach sind, dann werden die immer wieder überlastet werden. Weil diese Sehnenscheidenentzündung kommt ja, der Grund dafür ist, dass die Muskeln an der Stelle zu schwach sind, der Körper diese Belastung auf die Sehne legen muss, irgendwann, und die sich dann entzündet. Also Unterarmtraining, Massagen, Querfriktionsmassagen, Stretching und aufhören, dir selbst weh zu tun. Also alles weglassen, was dir weh tut, bis es auch wirklich weg ist. Nächstes Ding. Ja, das war das mit der Sehnenscheidenentzündung. Okay, Sehnenscheidenentzündung. Also offensichtlich, Golfarm ist auch eine Sehnenscheidenentzündung. Offensichtlich bekommt der es ja immer weg. Und dann kommt es wieder. Das heißt, er macht einfach immer wieder das, was er vorher gemacht hat. Also logischerweise, er lässt anscheinend das weg, was ihm wehtut, also was es ausgelöst hat. Und immer dann, wenn es weg ist, macht er wieder genau das, was er vorher gemacht hat. Das heißt, du musst da ein bisschen deinen Ansatz überdenken. Ich weiß jetzt nicht, was der Auslöser für diese Entzündung ist. Und ich weiß auch nicht, wo die Entzündung ist. Aber du wirst wahrscheinlich, ich sag dir, du weißt, wo dir was, bei welcher Übung, von welcher Übung das kommt. Oder von welcher Bewegungs, wie man heute so schön sagt, Range. Das heißt, werd stark in dieser Bewegung, sodass die Muskeln da die Belastung übernehmen können und es nicht auf die Sehnen umlegen müssen. Und oder lass es einfach weg. Aber ich meine, mein Tipp ist hier, stark zu werden. Das heißt, wenn die Sehnscheidenentzündung wieder weg ist, fang da ganz leicht an und steiger dich langsam, anstatt so, wie du es jetzt machst, einfach wieder so das zu machen, was du vorher gemacht hast, was es wieder auslöst. Deine Meinung zu Oberkörper-Unterkörper-Split? Habe ich schon gemacht. Mein erster richtiger Trainingssplit war Oberkörper-Unterkörper. Da habe ich gut zugelegt. Also meine Meinung ist immer, jeder Split funktioniert, wenn er dir Spaß macht und progressiv gesteigert wird. Dann kann jeder Split funktionieren. Man kann auch rechte Oberkörperseite und linke Unterkörperseite in einem Training trainieren. Also wirklich. Und im nächsten Training linke Oberkörperseite und rechte Unterkörperseite. Wenn man das progressiv steigert und sich an den Plan hält und es einem Spaß macht, dann wird man da auch Muskeln aufbauen. Okay? Wo ist dein nächster Wettkampf? Ah, wie gesagt, Italien, 11. September. Erfahrung mit PQQ, PQQ und was soll es bringen? Habe ich noch nie gehört. Egal welche Platzierung du erreichst, du bist einfach ein Monster. Danke. So, hier zwei Fragen. Erstens, eure Meinung über offene Beziehung. Zweitens, ist eine Liebesaffäre verzeihbar? Willst du mal? Okay, also bin ich deiner Meinung. Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben da die gleiche Meinung. Offene Beziehung, also ich denke, dass es
oft den Eindruck macht, weil wir ein OnlyFans-Profil hatten und ich ja auch manchmal freizügigere Sachen auf Instagram poste, dass man vielleicht für alles offen ist oder das mit der Treue nicht so genau nimmt. Also so ist es auf jeden Fall nicht. Offene Beziehung kommt für uns auch nicht in Frage. Also wir haben uns beide ausgetestet, sage ich mal. Also ich habe dir ja direkt gesagt, ich bin kein Unschuldslamm. Ich weiß noch, du hast dazu gesagt, ja, umso besser, dann kannst du wenigstens schon was. Und ja, ich denke, wir haben beide alles ausprobiert, was wir wollten und wissen jetzt, was uns gefällt. Eine offene Beziehung auf jeden Fall nicht. Ja. Und dementsprechend, also eine Liebesaffäre, auf so eine Idee wird keiner von uns kommen. Nee. Und ja, verzeihbar wäre das auch. Also ich würde so, wenn ich so eine Scheiße machen würde, dann wäre ich diejenige, die sagen würde, komm, wir müssen das beenden. Und ich, also ich würde auch gar nicht wollen, dass du mir da irgendwie verzeihst oder so. Für mich wäre damit das ganze Ding vorbei. Also, wenn das Blatt einmal verknüllt ist, dann kann man es nicht mehr glatt machen. Ja, also ich hätte auch gar keinen Bock drauf, immer so im Hinterkopf zu haben, ich habe da schon mal Scheiße gebaut, der hat mir jetzt verziehen und einmal, oder also er hätte auf jeden Fall noch einmal fremdgehen, dann bei mir gut. Und ja, das so, also wenn man oder mit andersrum. So einer Scheiße erst anfängt, dann hört das doch nicht mehr auf. Ja, oder andersrum ist so, der hat das gemacht und ich habe ihm verziehen, aber ich kann eigentlich überhaupt nicht, wo war der jetzt schon wieder, warum, jetzt war der da im Training, oder der war, sagen wir mal, ich war zu Hause bei meiner Mutter mal eine Woche oder sowas, was hat er da gemacht, gell, warum hat er sich, da ist, ja. Und andersrum, offene Beziehung finde ich total eklig auch. Überleg mal, du gehst zu jemandem, also du kommst nach Hause, du jetzt, oder also die Frau jetzt, in dem Fall, und dann hat sie gerade jemanden den Schwanz gelutscht und dann küsst du sie auf den Mund. Oder du steckst deinen Schwanz irgendwo rein oder du kriegst einen Schwanz, der vorher woanders drin gesteckt ist. Oder ich stecke meinen Schwanz irgendwo rein, wo vorher jemand reingewichst hat. Denke ich mir so, boah Mann, ist voll eklig. Ja. Aber manche stehen da ja drauf. Ja, ich also, nicht. Auch, also Meinung zu offenen Beziehungen, wer das machen möchte, kann das ja gar nicht. Ach so, ja, genau. Ich habe absolut nichts, wenn Leute wenn man das da Bock offen, drauf haben. Offen kommuniziert und beide das wollen, ist ja völlig okay. Aber ja, also wenn Leute so Swinger-Club-mäßig unterwegs sein wollen, man, das, also solange es mich nicht irgendwie negativ beeinflusst oder positiv, solange es mein Leben nicht beeinflusst, kann jeder machen, was er will. Ja, nur diese heimlichen Sachen finde ich auch bei anderen Leuten scheiße, das muss ich sagen. Also ich verstehe das nicht, warum man das macht. Wenn man keinen Bock mehr auf seinen Partner hat, dann sagt man doch einfach ciao und dann fickt man den Nächsten und das war's. Wenn jetzt mir irgendein Kumpel erzählen würde so, hey, geh, aber sag nichts zu meiner Frau, weil wegen meiner anderen Freundin und so, dann würde ich sagen, halt dein Maul, hau ab mit deinem Scheiß. Komm wieder, wenn ich mich nicht in dein... Weil das beeinflusst wieder mich. Ja. Sagen wir, ich kenne die Frau, ja, und da muss ich bei der rumlügen, aufpassen, was ich sage. Das ist wieder beeinflusst wieder mein Leben, weil das macht mir dann Stress. So, oh, was darf ich jetzt zu der sagen? Darf ich jetzt sagen, dass wir da hingegangen sind? Und weißt du, ich meine so, weiß die überhaupt? Ja, also es langweilt mich. Ja. Mach den. Wann am besten Blutzucker messen? Morgens nüchtern. Wobei aber ganz wichtig ist, gell, da hatte ich mal einen Kunden im Coaching, der hat immer so hohen Blutzucker gehabt. Und dann dachte ich mir, es kann doch nicht sein, dass der immer so hohen Blutzucker hat. Zum Kruzifix. Dann hat er gesagt, er hat sich nach dem Duschen dann, er hat dann geduscht und nochmal gemessen und dann war es plötzlich 20 Punkte niedriger. Also es war so 110 und dann nach dem Duschen war es 80. Weil er was an der Hände hat. Dann sage ich so, hey, morgen früh, wenn du aufstehst, wasch dir mal die Hände erst. Und dann messt dein Blutzucker. Und auf einmal war es immer so um die 80. Also immer erst Hände waschen, ja, und dann Blutzucker messen. Und auch so Zero-Getränke oder so. Da sind manchmal Kleinstmengen an Carbs drin, die das... Ja, aber wir sind ja Redner von morgens nüchtern. Ja, aber manche denken, sie sind mit einem Schluck
Cola Zero oder Fanta Zero immer noch nüchtern. Denkst du, es gibt Leute, die stehen in der Früh auf, trinken erstmal? Ja, okay, gibt okay, es okay, definitiv. Ja. Also, okay, ja, also auf jeden Fall, ja, morgens nüchtern, das heißt noch nichts runtergeschluckt, gar nichts im Mund genommen und so. Und Hände gewaschen. Und dann, glaube ich, ist es gut, wenn man so nach einer kohlenhydratreichen Mahlzeit so 2 Stunden später misst, um zu schauen, oder 90 Minuten, ob der Blutzucker wieder im Normalbereich ist. Weil dann weißt du, deine Bauchspeicheldrüse arbeitet optimal. Also sendet halt Insulin aus, senkt den Blutzucker wieder und so weiter. Ne? Okay. Glaubst du nach wie vor an eine Mr. Olympia-Teilnahme 2022? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir nicht mehr so sicher. Ja. Wie denkst und fühlst du dich nach der derzeitigen Saison? Ja. Danach ist es ja noch nicht vorbei. Also. Ja, im Moment ist natürlich kein Höhenflug angesagt. Ja. Aber die Saison ist ja noch nicht vorbei, wie sie gesagt hat. Deswegen reden wir noch mal drüber, wenn die Saison vorbei ist. Digga, was sind deine Pläne für die Zukunft? Keine Ahnung. Meint er jetzt im Leben oder Bodybuilding-mäßig oder so? Der Plan ist natürlich immer, so viel Geld zu verdienen wie möglich. Da haben wir schon mal drüber geredet. Da haben wir übrigens end viel Hass bekommen, wo ich gesagt habe, Geld ist was Wichtiges im Leben. Also Geld ist wichtig im Leben. Da haben wir gesagt, wieso ist Geld wichtig? Obwohl wir das im Video erklärt haben. Mhm. Also der Plan ist natürlich immer, Geld zu verdienen. Ja? Aber ansonsten habe ich nicht so einen krassen Plan. Ich glaube, das ist auch ein Fehler. Ich sollte mehr so Ziele setzen. Obwohl ich mir eigentlich immer doch, ich setze mir eigentlich schon immer Ziele. Ich kommuniziere das nur nicht so nach außen. Ja. Deswegen kommen wir auch nächste Frage. Ist seine Wettkampfsaison rum? Sorry, hab's im... Ach so, ja, er hat's im Englischen auch nochmal geschrieben. Also, ist seine Wettkampfsaison rum? Ja, nein. Nee, also komm. Die Frage kam richtig oft. Wie habt ihr euch kennengelernt? Und wie geht's jetzt allgemein weiter? Also, okay, die eigentlich. Ich denke mal nicht, dass er meint, wie es mit uns weitergeht, aber erstmal, wie haben wir uns kennengelernt? Die Frage kam so oft. Ah, voll einfach, auf Facebook. Also wirklich auf Facebook. Nicht auf Instagram oder so, sondern auf Facebook. Also ich könnte es ausführlicher beantworten. Ja, sie hat mir eine Dings... Freundschaft... Naja, bei mir ging es schon viel, viel eher. Ah, okay, bei mir nicht. Dann erzähl. Das habe ich dir auch schon mal erzählt. Ja, aber ich weiß nicht mehr so... Es war ungefähr, ich glaube so 2017, 2018 fing das so an, dass ich immer damals in Bielefeld in diesem Fitnessladen, da gab es immer so eine Philosophenrunde, nenne ich das jetzt mal. Da saßen also bestimmte Personen in einem Stuhlkreis und haben philosophiert über Stoff, über die Szene, über Wettkampfgeschehen. Experten alles. So. Ja. Ein Experten. So wie die aus der ersten Frage. Und besonders häufig fiel dein Name. Aber immer im Negativen. Natürlich. Immer, der Roman Fritz. Und ja. Ich kannte dich überhaupt nicht. Ich wusste nicht mal, wie du aussiehst oder was auch immer. Auf jeden Fall irgendwann dachte ich mir, jetzt gucke ich mal auf Instagram, gucke ich mir diesen Roman Fritz mal an. Dachte ich mir so, ja, okay, es ist ja schon ein Schnittchen. So. Aber du warst zu dem Zeitpunkt noch vergeben. Das weiß ich, da war die Nathalie war dann noch auf so ein paar Bildern. Aber ich habe dir halt gefolgt, aber ja. Und irgendwann, 2019 war das dann, irgendwie August, September, wurdest du mir bei Facebook vorgeschlagen. Und dann habe ich dir die Anfrage geschickt. Ich weiß ja überhaupt nicht, Facebook war ja schon out. Ja, ich weiß gar nicht, warum ich da reingeschaut habe. Ich auch nicht. Auf jeden Fall habe ich dir diese Anfrage geschickt und dann hast du die auch angenommen und mir direkt geschrieben, so, was verschafft mir die Ehre? Genau, Zitat. Und der Rest ist Geschichte. Na, der Rest war, wir haben dann, also es lief schleppend am Anfang, muss man sagen, weil du teilweise sehr...
Ja, weil ich keinen Bock hatte. Ich sag dir ganz ehrlich. Ja, das hat man gemerkt. So, dann frage ich, ja, und was machst du denn sonst noch so, außer trainieren, essen, schlafen? Ich hatte keinen Bock. Weil du dachtest, da wieder die nächste blöde Olle, was soll ich mit der? Ja, die wohnt auch noch so weit weg, dachte ich mir, bringt eh nichts. Ich hatte nicht mal ein Auto. Naja, auf jeden Fall irgendwann, also so richtig Klick gemacht hat es, glaube ich, erst seitdem wir dann telefoniert haben. Ja, das war gut. Irgendwann, und ich hatte noch so Schiss, ich dachte mir, oh, jetzt will der telefonieren, das wird so, es wird einfach nur peinliche Stille geben. Da haben wir uns aber richtig unterhalten. Ja, anderthalb Stunden haben wir komplett durchgelabert. Und dann haben wir so, glaube ich, fast jeden Abend telefoniert. Und dann fehlte ja nur noch so der letzte Schritt, so dass wir uns einmal sehen. Ja. Und dann, ja, dann habe ich mir ein Auto gekauft und bin dahin gefahren. Dann bin ich ausgestiegen und der hat mich direkt geküsst. Und dann hatten wir noch ein romantisches Date. Okay. Du willst nicht, dass ich das erzähle. Ja, mach nichts falsch. Auf jeden Fall sind wir Steak essen gegangen. Und ich kann halt nicht besonders gut essen und habe mich bekleckert. Und als romantische Geste hat er sich dann auch extra bekleckert, damit ich nicht alleine wie so ein Schwein rumlaufe. Okay. Ja. Jetzt habe ich genug erzählt. Also, wie ist deine Meinung über die Menschen, in Anführungsstrichen Menschen, die über dich urteilen? Also in seiner Auffassung sind das keine Menschen mehr. Ja. Ah, das geht mir schon immer so. Mittlerweile, ich habe es ja schon erzählt, also der Erste, der das gemacht hat, das war in 2010, also 2009 habe ich die Junioren-WM gewonnen. Dann habe ich zum ersten Mal im Baby-Szene-Forum gelesen, der hieß The Hots. The Hots. Nicht Hoff, okay? Und der hat geschrieben, ja, sah ja ganz gut aus, aber wir werden schon sehen, wie lange das noch gut geht oder irgendwie so, dass ich bald sterbe, so ungefähr. Wie lange ist das her? Der 2010. Okay. Wir werden schon sehen, wie lange das noch gut geht und sowas, ja? 12 Jahre jetzt immerhin schon. Ja. Und da habe ich mir schon gedacht, warum schreibt jemand sowas da ins Forum rein, dass ich bald sterbe? So. Also warum, was treibt den an dazu? Ja? Ich habe den dann natürlich auch mal so kennengelernt, zufälligerweise. Ja? Da war dann natürlich nichts mit, ja, du stirbst bald, sondern das war natürlich. In dann, echt? Ja, ja. Das war natürlich dann wieder nur Arschgelecke bei mir. Ist schon. So, ja. Und ich gucke mir die Videos überhaupt nicht mehr an. Also ich gucke mir die Videos nicht an. Ich habe kein Video angeschaut. Nee, ich auch nicht. Das von Max habe ich angeschaut. Genau, das habe ich auch ein bisschen geguckt. Aber das war war konstruktive Kritik. Ja, und vor allem mit dem Max habe ich ja vorher geredet. Ich wollte eigentlich nur wissen, ob er auch, wenn dann das sagt, was wir geredet haben. Ja, so. Da dachte ich mir so, ah cool, okay. Aber ansonsten ist mir egal. Also, ich verstehe es halt auch nicht, was die damit bewirken wollen. Also die Frage kam ja auch öfter von wegen, wie du das mit diesem Trash-Talk auch über dich siehst oder was der Heiko Kalbach da gesagt hat. Warte mal, hier sind doch... Das Lustige ist ja... Was sagst du zu dem Trash-Talk bezüglich deiner Wettkampfergebnisse beziehungsweise wie gehst du damit um und was sagst du zu Kalbach, seinen Aussagen über dich? Ich denke, das kann man auch so in eine Frage zusammenfassen. Das Lustige ist ja, dass keiner, der irgendwas über mich gesagt hat, sich jemals höher platziert hat als ich in einem Wettkampf. Jemals. Also da gibt es keinen... Meine beste Platzierung in einem Profi-Wettkampf war Dritter. Und ich habe Amateur Mr. Olympia gewonnen, Deutsche Meister, also alles Gesamtsieg, Deutsche Meisterschaft. Und niemand hat bessere Platzierungen von denen, die sich irgendwie gegen mich ausgesprochen haben. Das ist doch immer so, nur Leute, die selbst nichts können oder nichts erreicht haben,
müssen über andere schlecht reden. Jemand, der wirklich hinter dem steht, was er macht, wirklich was kann, der muss überhaupt nicht über wen anders schlecht reden. Ja, ich meine, der Markus Rühl und der Dennis Wolf, die machen auch YouTube-Videos. Und von denen hat keiner gesagt, hat keiner ein Wort über mich verloren. Aber all diese, die Lutscher, die da irgendwie so auf YouTube so ein bisschen Geld zusammenkratzen müssen mit den, mit der Monetarisierung, die machen halt ein Video. Man muss sich ja vorstellen, es sind erwachsene Menschen. Der Heiko, der ist 50, 60 Jahre, als könnte dein Vater sein. Und anstatt, macht der immer auf Oldschool dies, das, anstatt mit dir zu reden, so wie es ja eigentlich, so wie man das macht als erwachsener Mensch, muss er ein YouTube-Video. Es fehlt nur, dass er es auf TikTok hochlädt. Tanzt, ja. Weil es der Trend gerade ist. Aber weißt du, was ich immer noch lustig finde? Irgendjemand hat geschrieben, ja, der Andreas Bosse. Und wir beide. Wer ist denn das bitte? Dann habe ich nachgeschaut und dann dachte ich mir so, kriegt jetzt jeder alte Mann, kriegt jeder alte Mann, der im Computerkurs von seinem Seniorenheim beigebracht hat, bekommen hat, wie man YouTube spielt, eine Bodybuilding-Autorität zugesprochen. Das ist wirklich so. Jeder alte Mann, der jetzt lernt, wie man YouTube macht, hat plötzlich Autorität in Bodybuilding. Irgendwie schon, ja. Aber also, ich meine, der Fazit, der Heiko war ja wenigstens noch Profi. Der andere, ja, wär's das bitte. War das nicht der, der die Karte gar nicht gewonnen hat, sondern die er betteln musste? Ja, weiß ich nicht so, aber ist ja wurscht. Aber der Heiko hatte ja wenigstens eine Profilizenz. Die anderen, oder der eine, du weißt nicht mal, wer das ist. Also, ja. Weiß ich mal. Der redet mir einfach auch mit und irgendwie schreibt mir jemand, ah, ja, der Bosse, Dings da. Dann dachte ich mir, okay, Mann, der soll in seinem Altersheim bleiben, oder? Ist ja wurscht, komm. Jetzt dürfen wir nicht auch anfangen, schlecht zu reden. Nein, haben wir gar nicht. Ein bisschen, aber okay. Auf jeden Fall, das Fazit ist, diese Leute finden dich scheiße, müssen aber deinen Namen benutzen, damit sie Klicks für ihre Videos bekommen. Ja, das eine Video hieß sogar im Titel, ich sag nichts mehr über Roman Fritz. Ja, genau. Aber Hauptsache, mein Name ist... Ich sag nichts über ihn, aber ich schreibe den Namen hier... Ja. Muss ja jeder selber wissen, wie er sein Geld macht. Also wenn er es anders nicht schafft, dann sei es ihm gegönnt, diese paar Moneten auf deinen Nacken machen zu dürfen. So, wo ging's hier? Das war ein guter mit dem Seniorenheim. Auf geht's. Spielt das Geschlecht eine Rolle bei Erstellung von Trainings- und Ernährungsplänen? Ich würde sagen, nein. Was eine Rolle spielt, ist die Zielsetzung der Person. Also die Zielsetzung, die individuelle Zielsetzung der Person spielt eine Rolle. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel Frauen-Bodybuilding habe, eine, die wirklich Hardcore-Bodybuilding machen will, dann hat die den gleichen Trainingsplan wie ein Männer-Bodybuilder. Mhm. Ja, die ist aber dann mit den Hormonen auch so eingestellt, dass ihr Körper eigentlich... Ja, aber ich meine jetzt, wenn jetzt eine Wellness machen will, dann muss die sehr viel Wert auf Arsch und Unterkörper und sowas legen, okay? Sagen wir jetzt, ich will niemandem zu nahe treten, aber jemand ist schwul und möchte so seinen Körper so weiblich formen, und braucht, will viel Arsch und sowas, und ja, mhm. Dann hat er wahrscheinlich einen Trainingsplan, der sehr der Wellnessfrau ähnelt. Nur, also, bei Frau, also, ja, die Hormone sind halt schon unterschiedlich. Und du hast auch als Frau, reagiert dein Körper schon, denke ich, anders als bei einem Mann auf zum Beispiel... Kaloriendefizit, also, und du hast auch einen weiblichen Zyklus mit Periode und allem, da ist dein Hunger dann manchmal schon anders. Hunger? Ja.
Also ich habe jetzt, in erster Linie ans Training gedacht, an die Übungsauswahl. Das war mein erster Gedanke. Okay, ja, also hier steht ja Trainings- und Ernährungspläne. Vom Training her würde ich sagen, macht es keinen Unterschied. Du hast zyklusbedingt, dann bist du manchmal stärker oder schwächer, aber das ist ja scheißegal. Aber was die Ernährung angeht, denke ich, spielt es schon eine Rolle, ob männlich oder weiblich. Meinst du? Wenn man mehr Hunger hat, hält man sich trotzdem an den Plan, oder? Natürlich, aber ja. Deswegen dachte ich, es ist einfach nur zielabhängig. Also Training, Übungsauswahl ist auf jeden Fall rein zielabhängig. Und es ist mehr davon, also Training ist mehr davon abhängig, wo die Stärken und Schwächen des einzelnen Körperbaus sind. Wenn jetzt jemand schmale Schultern hat, egal ob Mann oder Frau, dann sollte er halt mehr Wert darauf legen, einen breiten Rücken und breite Delta-Kappen aufzubauen. Mhm. Ja? Und da ist egal, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Wenn jemand... Und so weiter halt. Ja? Also Training, würde ich sagen, ist absolut zielabhängig. Mhm. Und ob man jetzt schwächer oder stärker ist in der Periode, das ändert ja trotzdem nichts an der Übungsauswahl. Ja, deswegen, also was Trainingsplan angeht, würde ich sagen, spielt es keine Rolle, höchstens bei der Ernährung. Ernährung, würde ich auch sagen... Bedingt. Nicht hundertprozentig, aber bedingt. Also Ernährung schon ein bisschen. Ja. Okay. Einfach mal ein dickes Lob für euch beide, Dream Team. Ja. Dankeschön, Dankeschön. Hallo, ihr zwei. Essen nach dem Training mit Cornflakes sinnvoll, auch in der Diät? Ah, dieses Wort sinnvoll nervt mich immer so. Mhm. Ja, es macht keinen Unterschied. Ist okay. Dein liebster Moment deiner USA-Tour? Kann ich nicht sagen. Mach weiter. Kann man mit Durchschnittsgenetik und körperlich schwerem Job ins Schwergewicht Bodybuilding, wenn der Rest alles zu 100%? Ja, ob man dann gut ist oder nicht, hängt halt davon ab, wie beschissen deine Genetik ist. Ich meine, was heißt denn Genetik? Genetik hat ja so viele Faktoren. Also ich würde sagen, ich würde nie Nein sagen. Ja. Und wenn ich diese Person wäre, und das ist mein Traum, dann würde ich darüber überhaupt nicht nachdenken, sondern einfach diesen Traum rigoros verfolgen. Mhm. Und dann gucken, ob ich es schaffe oder nicht. Und nicht von Anfang an sagen, ich kann es eh nicht, weil der Roman hat im Q&A gesagt, geht nicht. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Okay. Und die meisten Leute können viel mehr rausholen, als sie überhaupt denken. Ich meine, wenn mich jemand am Anfang angeschaut hätte, der hat gesagt, daraus kommt ja dieser Alles-aus-Nichts-Spruch. Der hätte gesagt, vergiss es. Diese Bilder vor dem braunen Schrank deiner Mutter. Gehen wir an nächstes Ding. Kinderwunsch. Nein. Hartes Nein. Keine Kinder und keine Haustiere in diesem Haushalt. Wir haben natürlich nichts gegen Haustiere. Ja, also nicht alle Hundebesitzer sollen uns jetzt nicht hassen. Ja, aber wir haben einfach keine Zeit und kein Geld, ganz ehrlich. Und keine Lust, Verantwortung zu übernehmen. Genau, ich habe jetzt erst wieder mit dem Fuad und mit dem Guy und mit dem Nick geredet. Dann sagt der Guy, oh, ich musste letzte Woche wieder $3,500 bezahlen für meinen Hund und die wussten nicht, was ist und die wissen immer noch nicht, was ist. Dann sagt der Fuad, ah ja, bei mir, gell, da waren es jetzt erst 18.000. Und weil mein Hund hatte so einen angeschwollenen Hals, da mussten die irgend so einen Muskel entfernen. Da hätte ich mir 18.000, oder? Geht's noch? Also es gibt ja auch Hundekrankenversicherungen. Ja, hat er nicht gehabt. Ja. Aber ja, denke ich mir, aber trotzdem, Mann. Und dann erzählt der Nick irgendwas, dann erzählt der Guy, ja, die Knie von meinem Hund haben 15.000 gekostet. Da denke ich mir, geht's noch, oder? Weißt schon... Mhm. Ich kann jetzt, also selbst wenn ich ein Tier hätte, dann würde es mir endleid tun,
dann würde ich das mit Sicherheit bezahlen, weil man baut ja eine Beziehung zu dem Tier auf. Aber ich habe jetzt nicht mal so 15.000 oder 18.000 oder 3.500, nicht mal das locker sitzen, damit ich mal meinen Hund zum Tierarzt schicke, dass der durchgecheckt wird mit MRT und so Scheiß. Und dann, deswegen das mit der Verantwortung, das ist so, ja. Ja, muss nicht sein. Nächstes Ding. 6 Kilo in Texas mehr, wie viel kannst du noch in Europa draufpacken? Keine Ahnung. Weiter. Die Aussagen kurz nach der Show in Tampa waren doch sehr emotional gesteuert, oder? Ja und nein. Ich glaube aber, die Leute haben das einfach in den falschen Hals bekommen. Ich habe nur gesagt, dass mir der Wettkampf an sich, also der Prozess des Wettkampfs, dieses Rasieren und Farbe drauf machen und Entwässer, also dieses ganze Trarada, dass mir das am Bodybuilding am wenigsten Spaß macht. Und das, was ist daran so schlimm? Das stimmt doch. Also wenn das meine Meinung ist, ich meine, andere Leute finden die Ernährung beschissen, andere Leute finden das Training beschissen, was natürlich ein Problem ist, ja. Aber wenn mir am wenigsten Spaß macht, mich da zu rasieren und zu peelen 3 Tage lang und die 100 Schichten Farbe drauf zu machen und so, das, wenn das am wenigsten Spaß macht, kann ich doch sagen. Ja, es kam halt so rüber, als ob dieser Moment auf der Bühne dich halt so abnervt. Ja, das war, das, also ich meinte, dieser Wirbel mit Athletenmeeting und hier und hinter der Bühne rumliegen, ist total langweilig und alle sind scheiße, fühlen sich scheiße und jeder guckt böse und dann geht man auf die Bühne mit dieser Drecksfarbe, die schon 2 Tage alt ist, man stinkt end, man hat so alte Klamotten an, man hat diese Rasierpickel, die einen die ganze Zeit jucken, weißt du, dieser ganze Prozess, der ist so lästig. Da kann man auch sagen, dass mir das am wenigsten Spaß macht. Vor allem ist dieses Interview ja auch entstanden nach dieser ganzen Prozedur, die du gerade beschrieben hast, wo du also sowieso schon komplett abgenervt warst, dann noch schlechte Platzierung, dass dann, du da jetzt keine Luftsprünge machst und so, ah, Interview, geil. Ich verstehe aber auch nicht, warum man dich in so einem Moment interviewen muss. Hätte man ja auch am nächsten Tag machen können, dass du mal einen klaren Gedanken fassen kannst, aber... Ja, oder vielleicht das Interview angucken und sagen, hey Roman, das ist doch nicht so toll, was du da gesagt hast, können wir es vielleicht nochmal machen? Ja. Weißt du, was ich meine? So. Ja. Weil da muss ja irgendjemand, muss das ja absegnen. Das hatten wir. Eine Größentabelle für den Shop wäre super. Wird da noch was kommen? Wahrscheinlich nicht, weil das ist schwierig, das zu machen. Aber passt auf. Unsere Klamotten sind alle normal groß. Ich sag mal, also normal. Die sind nicht oversized oder slim fit oder sowas. Das heißt, wenn ihr was bestellt, bestellt das, was ihr immer bestellt. Da hat letztes Mal zum Beispiel eine M bestellt und hat dann gesagt, oh, sie braucht aber alles in, oder er braucht aber alles in XL, weil die dachten, alle meine Klamotten wären Oversize. Deswegen haben sie es mal 2 Nummern kleiner bestellt. Denke ich mir, nein, alle Klamotten sind normale Größe. Also XL ist XL. Wenn ihr jetzt XL tragt und es passt euch, dann wird euch XL passen. Also es steht ja auch immer dabei, was du für eine Größe trägst und was ich für eine Größe trage. Ja. Aber die Leute denken ja nicht, dass ich 4 oder 5 XL an habe. Weißt du, was ich meine? Mhm. Die denken ja, ich bin Mens Physik. Vor allem jetzt. Ja. Jetzt schon. Kein Mann, nächstes Ding. Hattest du in Amerika einen Aha-Moment? Nicht unbedingt. Also wir wussten ja vorher schon, es war ja nicht geplant, dass du so auf die Bühne gehst. Das ist ja, ganz viele denken ja, dass das jetzt deine Bestform war und das so geplant war, so dünn dazustehen. Aber das war ja
Gut, ich glaube, du hast das noch gar nicht erwähnt, dass du Magenprobleme vorher hattest. Das klingt dann auch immer so, ja, ich war nur so dünn. Nein, da müssen wir jetzt gar nicht drüber. Fang gar nicht damit an, lass einfach. Okay. Das war einfach, ich hatte dich nicht. Das ist die Antwort auf die Frage, fertig. Ich brauche jetzt keine Ausreden. Jeder kommt ja mit Fischvergiftung her. Ja, schon. Nee, aber ich... Nee, links das Ding. Hi Roman, danke für deinen Content. Bei der Diät Insulin weglassen oder weiternehmen? Wenn du ab Fett verlierst, dann kannst du alles so weiternehmen, wie du es jetzt gemacht hast. Mach ihn mal auf die Bühne. Nein, nicht mehr. Ich war zweimal auf der Bühne 2016 in der Bikini-Klasse, fand's scheiße. Also, falls es mal sowas gibt wie Muscular Bikini mit Physik-Posing, dann vielleicht. Aber ich denke nicht, dass das kommen wird. Also nein, mach ihn nicht auf der Bühne. Wie war die Zeit mit Ben? Ah, die war cool. Nächstes Ding. Überlegst du dich von Ben coachen zu lassen? Nein. Keine Frage, finde es einfach mega, wie Maren dich unterstützt. Gibt es selten, dass es so harmoniert. Ja. Danke. Was waren die schwersten Gewichte, die du bewegt hast und bei welchen Übungen? Ah, ich war immer stolz auf meine Frontkniebeugen mit 220. 220, also frei. Ich glaube, 2 oder 3 Wiederholungen und hinten Kniebeugen mit 260, 4 Wiederholungen. Das war, worauf ich am meisten stolz war. Eure gemeinsame Lieblingsbeschäftigung, Filmabend, Kochen etc.? Wir gehen immer in die Therme. Ja. Das ist cool. Und wir gehen spazieren. Ja. Therme ist das Beste, ja, finde ich. Das ist immer cool. Dann holen wir uns auch mal danach was zu essen. Und gucken irgendwas auf Netflix an. Ja, wir haben öfter so Markus Rühl-Dates gemacht. Ja, mit den Markus DVDs. DVD, dann irgendwas Geiles zu essen, Burger oder Subway. Ja, nach der Therme. Ja. Und reden. Ja, reden ist cool. Wir haben immer so Philosophenrunden in der Küche. Philosophieren über alles Mögliche. Oder beim Spazieren, da reden wir. Entweder reden wir gar nicht beim Spazieren oder permanent. Die ganze Zeit, ja. Was würdest du bezogen auf die beiden Wettkämpfe im Nachhinein anders machen? Ich habe ein bisschen unterschätzt, wie heiß es ist. Wie heiß es war, also ich habe die Hitze unterschätzt, muss ich sagen. In Texas und in Tampa. Und vor allem waren das unterschiedliche Hitzen. Tampa war total feuchte Hitze und Texas war so ganz trockene Hitze. Und in Texas habe ich es besser gemacht, deswegen auch schwerer. War ich auch schwerer. Ich hätte mehr trinken sollen. Also wirklich aggressiv mehr. Und ich glaube, daran lag das auch, dass ich in Tampa so leicht war. Weil da habe ich mich nicht getraut, so viel zu trinken bis zum Abend. Also bis zum Vorabend des Wettkampfs nichts einzuschränken, was Wasserzufuhr betrifft. Wie in Nachtschichtwochen essen? Wechsel früh, spät, Nacht, habe abends sonst noch Hunger. Keine Ahnung. Also ich würde einfach zu meinen Wachstunden immer die gleichen Mahlzeiten essen und dann bin ich halt, weil das Einzige, was sich ja verändert, ist das Schlaffenster. Dann würde ich halt einfach zu den Wachzeiten das essen, was ich immer esse, zu allen Wachzeiten immer das Gleiche essen. Ja, logischerweise. Und bei dem einen schlafe ich halt dann am Tag und bei der anderen Schicht schlafe ich halt in der Nacht. Das ist ja bloß so, dass sich die Zeit, zu der ich schlafe, verschiebt. Und wenn man mal Hunger hat, ist es auch nicht so tragisch. Ja. Passiert halt, ne? Keine Frage, bleibt wie ihr seid und vor allem scheißt auf die anderen. Sowieso. Die besten Geräte, Hersteller und Art für ein Rextremis Home Gym. Es gibt natürlich nicht alle Geräte perfekt von einer Marke, aber die Marken, die ich sehr mag, sind Cybex,
Strive oder Prime, einige Hammer Strength Geräte. Guck, das ist das Problem, unser Problem mit den Kindern. Schau, das Kind hat gerade gesagt, du Arschloch, zu seinem Vater. Echt? Ich hab's ja nicht. Also auf jeden Fall, Cybex, Strive oder Prime, Hammer Strength sind meine Favoriten. Nächste Frage. Meine Frau hat Rheuma. Wie viel Kurkumin, sagt ihr, hilft gut? Gar nichts. Bei Schwachsinn. Rheuma ist eine krasse Krankheit. Da kann sie die ganze Dose Kurkumin nehmen. Das ist Wunschdenken. An Marien und Roman, wie habt ihr euch kennengelernt? Das haben wir beantwortet. Okay. Machst du jetzt noch mehr Wettkämpfe? Wenn ja, kommt Marien dann auch mit? Ja und ja. Werd wahrscheinlich nicht bei allen mitkommen, weil ich auch arbeiten muss. Also ich bin nicht nur Hausfrau, beziehungsweise lasse mich hier finanzieren. Ich muss arbeiten. Ja, das wissen auch viele nicht. Manche denken, ich lebe hier so mein Larifari-Leben. Aber naja. Auf jeden Fall. Eine Frage, oder? Ja, eine Frage noch. Wie macht ihr das mit dem Essen? Ihr esst ja bestimmt immer unterschiedlich. Ja, wir essen einfach unterschiedlich. Also wir kochen getrennt und wir essen auch getrennt. Es sei denn, wir machen hier unsere Markus-Rühl-Dates. Ja. Da essen wir zusammen. Und selbst da haben wir es schon so gemacht, dass ich Bock hatte auf Subway und sie hatte Bock auf Burger. Oder ich wollte so Pizza und sie wollte was anderes. Und dann haben wir halt alles gekauft, was jeder wollte. So, also individuell. Seid ihr mal im... Oder wolltest du noch? Ist da noch eine Frage? Dann macht die, dann fällt es die letzte. Seid ihr mal im Saarland unterwegs oder eher weniger? Nee. Okay. Hey, noch eine wichtige. Roman, wann kommen die Squat-T-Shirts zurück in XL? Weiß ich nicht, wir müssen neu bestellen, gell? Sollten wir machen, damit schon mehr. Ja, Leute, und was wir uns überlegt haben, die Killer-Shirts. Ja. Also, damit schon wirklich mehrere Leute gefragt wegen den Shut Up and Squat T-Shirts. Ich glaube, da müssen wir jetzt eine dritte Runde machen. Wir haben noch nie von einem T-Shirt eine dritte Runde gemacht, gell? Also, die gibt's bald wieder. Wenn wir das jetzt bestellen, schätze ich so in 2-3 Wochen, eher 3 Wochen, ganz ehrlich. Weil die brauchen immer ziemlich lang. Es dauert immer ziemlich lang, das zu machen. Und dann haben wir uns überlegt, manche Leute wollten auch Killer-Shirts. Wir haben ja letztes Mal eine Abstimmung gemacht unter dem Q&A. Wir haben 2 coole Farben gefunden, die wir dann machen. Und lasst euch überraschen. Also, danke euch fürs Zuschauen. Für die Marien und für mich. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.